Der kommt nicht bloß wegen den miesen Röntgenaufnahmen so oft runtermeckern. Und der kleine Wildbutt, der hatte nichts zu lachen, als Steimli ein paar Mal unten geordnet hatte, wie er Evelyn von der Arbeit abhielt. Ach. So war das. Ja, so war das. Und wenn Sie weiter so freundlich zu dem Mädchen sind, Herr Doktor, würde Ihnen genauso gehen. Denken Sie an meine Worte. Schon wenige Tage nach Huschkes Besuch bei mir merkte ich, dass er recht gehabt hatte. Steimle kam öfter als nötig. Er gab überflüssige Anweisungen und bemängelte unerhebliche Fehler. Jetzt, wo ich aufpasste, spürte ich, dass er auf Evelyn scharf war. Er begrüßte sie wie ein spanischer Herzog die Infantin und mich, meckerte er an. Er spielte sich auf. Aha. Also war ich sein Konkurrent.